ARD-Fernsehkoch Tim Mälzer auf Spurensuche. Margit. Was essen wir eigentlich, wenn wir Fleisch essen? Woher kommen unsere Würste, Brathähnchen und Koteletts? Warum sind die in so einem Gestell drin? Noch nie war Schlachtvieh so billig. Aber wie steht es mit der Qualität? Lecker. Fernsehkoch Tim Mälzer unterwegs im Supermarkt in Sachen Fleisch. Was kommt da eigentlich Tag für Tag auf unseren Tisch? Meine Mutter hat ganz oft Kalbzunge gemacht oder Rinderzunge. Und wir haben direkt neben dem Bauernhof gewohnt. Und diese Vorstellung, dass diesen armen Tieren die Zunge rausgeschnitten wird und die stehen da immer noch auf der Wiese, das war für mich grauenhaft. Ich habe es gemocht, also das Essen. Ne? Aber die Vorstellung, weil ich habe es nicht verstanden, dass ja Tiere gesamt getötet werden und dann zerlegt werden. Ich dachte ernsthaft, heute brauchen wir ein Stück Zunge. Nie zuvor gab es bei uns in Deutschland so viel Fleisch für so wenig Geld. Aber ist das überhaupt gut für uns? Wäre weniger vielleicht besser? Hat unser Umgang mit Fleisch noch etwas zu tun mit natürlicher Ernährung? Mein Bild von Lebensmitteln, das ist die Kuh, die auf der Weide grast, das ist das Schwein, das sich in der natürlichen Kuhle suhlt, das ist das Huhn, das fröhlich pickt und schart. Aber ich glaube, für den normalen Verbraucher ist das eine Vorstellung, die heutzutage nicht nur schwer umzusetzen, sondern nahezu utopisch ist. In fast jeder deutschen Familie kommt praktisch täglich Fleisch auf den Tisch. So auch bei den Kunzes aus München. Wir essen gerne Fleisch. Also wir essen gerne Fleisch, es gehört bei uns irgendwie mit dazu. Die Kinder essen gerne Fleisch, wir essen gerne Fleisch und wir versuchen da, vor allen Dingen am Wochenende, versuchen wir auch richtig gut zu kochen. Also was wir auch durchaus gerne essen, ist dann mal Ente mit Rotkraut und Knödeln. Oder, wie heute, Schweinefilet. Ein halbes Pfund Fleisch isst der durchschnittliche Deutsche jeden Tag. Selbst bei Gemüsegerichten, irgendetwas Fleischiges ist eigentlich immer dabei. Ich habe mit Pilzen eine Suppe gemacht, mit Nudeln. Da war aber dann Speck drin. Also auch da war wiederum Fleisch drin. Und die Kinder essen zum Abendbrot gerne auch dann halt Wurst. So wie den Kunzes geht es vielen. Fleisch ist bei uns in Deutschland kein Statussymbol mehr, sondern Alltag. Thalisa und Alexandra essen in der Schule Frikadellen oder Würstchen. Peter, von Beruf Ingenieur, greift in der Kantine gern zu deftigen Eintöpfen. Krankengymnastin Konstanze liebt rohen Schinken und Kurzgebratenes. Guten Appetit, ihr Lieben. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ja, der Rabe war auch mit dabei. Aber ohne Fleisch ist eine Mahlzeit irgendwie nicht vollständig. Es vergeht kaum ein Tag, wo irgendwie nicht irgendwelche Art von Fleisch dann doch zum Tragen kommt. Früher war Fleisch etwas Besonderes. Selbst auf dem Höhepunkt der Fresswelle in den 50er Jahren kamen wir Deutschen nur auf ein Drittel unseres heutigen Fleischverzehrs. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 300 bis maximal 600 Gramm Wurst und Fleisch pro Woche. Diese Wochenration vertilgt der Durchschnittsdeutsche in 1 bis 2 Tagen. Gesund ist das nicht. Deshalb wagen die Kunzes für uns ein Experiment. Einen Monat lang wird die Münchner Familie gar kein Fleisch essen. Sie wollen sehen, ob das ihren Umgang mit dem Lebensmittel Fleisch verändert. Nur Hund Taschi darf weiter Würstchen verputzen. Frühmorgens und nüchtern kommen die Eltern zu Facharzt Tobias Sokolowski. Er wird den Test medizinisch überwachen. Jetzt werden wir sie mal untersuchen, vermessen. Dann werde ich sie untersuchen, gucken, ob irgendwelche Risikofaktoren vorliegen. Und dann gucken wir uns das Blut mal an und gucken, auch wie leistungsfähig sie sind. Sie bitten jetzt, den Oberkörper frei zu machen. Wird sich der gesundheitliche Zustand der Kunzes durch den Fleischverzicht verändern? Erste Erkenntnis der Untersuchung: Peters Harnsäurewerte sind zu hoch. Ein Risikofaktor für Gicht und eine typische Folge von zu viel Fleischkonsum. Fleisch ist schon wichtig, nur wir brauchen es nicht in den Mengen, in denen man das in der Regel isst. Ja, also Fleisch in geringen Mengen reicht, oder in geringeren Mengen, als wir das tun, essen, reicht meistens vollkommen aus. Nach der Untersuchung gibt's endlich Frühstück. Natürlich fleischfrei. Also noch vermisse ich nichts. Das erste vegetarische Abendessen? Karottensuppe. Karottensuppe mit Kartoffeln ein bisschen drin, Zucchini. Und die Kleine wollte sich eventuell heute, wenn es nichts in der Kantine gibt, eine Pizza Margherita besorgen. Während sich die Kunzes für ihr Leben ohne Fleisch rüsten, recherchiert Fernsehkoch Tim Mälzer weiter im Supermarkt.
Früher schlachtete der Metzger jedes Stück Vieh höchstpersönlich. Heute essen wir anonyme Industrieware. 99% unserer Fleischprodukte stammen aus Massentierhaltung. Hier liegt jetzt so wahnsinnig viel Fleisch. Was passiert denn damit, wenn das jetzt nicht mehr so fit ist? Wenn es nicht mehr fit ist, ja, dann wird es entsorgt. Echt weggeschmissen? Ja. Müssen wir. Was schätzen Sie, wie viel? 25%. 25% von der produzierten Fleischmenge, ja, die überhaupt hergestellt wird oder die ausliegt, geht, ist für die Mülltonne. Ja, weil halt die Auslage so groß ist. Muss man so eine Bandbreite da haben heutzutage? Ja. Ja. Ja? Ja. Fleisch als Wegwerfartikel, weil das einstige Statussymbol so billig geworden ist. Also ich finde es erschreckend billig. Wir hier Kilopreis 2,66. Dann kostet weniger als ein Stück Brot oder eine Kartoffel oder ein Kilo Kartoffeln oder Pasta oder ähnlichem. Und das finde ich schon hart. Finde ich. Kann man hier als Vergleich. Ja, zum Beispiel als Vergleich Kartoffelklöße. Und wenn ich das jetzt mal gegeneinander setze. Das sind Kartoffelklöße, das ist das Hühnchen. Das Hühnchen hat den Kilopreis von 2,66. Und die Kartoffelklöße haben einen Kilopreis von 3,98. Tim Melzer will herausfinden, wie sich ein Tier so billig erzeugen lässt. Das Tiefkühlhähnchen aus dem Supermarkt stammt von Deutschlands größtem Geflügelproduzenten. Wiesenhof. Zwei Fünftel aller in Deutschland geschlachteten Hühner sind in einer Wiesenhofbrüterei geschlüpft. 234 Millionen Tiere im Jahr, keimfrei ausgebrütet im Wärmeschrank. Ein Hähnchen. Früher war das ein Luxusartikel. Es wird gerade ein Brathähnchen geboren. Kann ich mir auch ein bisschen bequemer vorstellen. Vom Küken zum Brathähnchen in 35 Tagen. Bei einem Kilopreis von gerade mal 80 Cent fürs Lebendhuhn müssen alle Abläufe optimal rationalisiert sein. Mit dem nostalgischen Hühnerhof von einst hat die moderne Fleischproduktion nichts mehr gemeinsam. Geflügel ist ein Massenartikel. Weil der Kunde für ein ganzes Huhn weniger Geld bezahlt als für einen Cappuccino oder eine Packung Zigaretten. Auf der einen Seite erwarten wir, wenn wir tierische Produkte zu uns nehmen, was aus der Werbung auch immer wieder verspricht, den Streichelzoo, sprich grüne, saftige Wiesen, lebendige Tiere, die viel Platz haben zum Auslauf. Und dahinter befindet sich allerdings die Realität. Das ist eine Riesenbrüterei, wo jede Woche über, ich glaube, 1 Million Küken wirklich ausgebrütet werden, die nie das Tageslicht zu sehen bekommen werden. Und solange wir eben diesen billigen Lebensmitteln, preiswerten Lebensmitteln hinterherhängen, müssen wir eben das hintere Bild akzeptieren. Und das vordere ist dann vielleicht mal für den Sonntagnachmittagsausflug. Der Sonntagsausflug von Familie Kunze wird zur bisher größten Herausforderung ihrer fleischlosen Zeit. Ein Besuch auf dem Münchner Oktoberfest. Dem Eldorado für Liebhaber von Hähnchen, Haxen und Bratwurst. Riecht ihr die Würstchen? Riecht ihr? Oh! Das sind gebrannte Mandeln. Nein, das ist auch ganz, Fleischgeruch drin. Ganz schwierig wird es, wenn wir da vorne zu den Händeln kommen. Seit einer Woche verzichten die Kunzes komplett auf Fleisch. Der Wiesenbummel wird zum Härtetest. Heiß, Vorsicht. Schmeckt schon, aber ich würde lieber ein Händel essen. Ja, also ich sag mal, am schwersten ist mir eigentlich die Woche mal so ein, zweimal abends gefallen. Wenn du dann so am Kühlschrank stehst, dein Brot schmierst und da denkst, na jetzt, Schinkenbrot wäre jetzt auch nicht schlecht. Wenn man dann zu dem Hund noch das Fressen macht mit dem Fleisch und dann zu denken, ach mein Gott, der darf's, ich darf's jetzt gerade nicht. Also das war auch schon so eine gewisse Herausforderung. Nur dazu, wenn er dann auf seinem Fressen noch Wienerwürstel bekam, dann war man so kurz davor, aber nein. Wir haben es wacker durchgehalten, aber es gab Momente, wo es mir auch schwer gefallen ist. Also mir ist es am schwersten einmal bei uns in der Kantine gefallen. Da gab es nämlich Fleischplanter mit Kartoffelsalat und das ist eins von meinen Lieblingsessen. Und da, ja. Tim Melzer inspiziert unterdessen einen Wiesenhofstall. Hühnermast geht heutzutage blitzschnell. Noch vor 50 Jahren dauerte es mehrere Monate, bis ein Huhn schlachtreif war.
Moderne Rassen, speziell auf Fleischansatz und dicke Brüste gezüchtet, brauchen dafür nur noch 35 Tage. Die Hühner hier im Stall haben schon mehr als ihr halbes Leben hinter sich. Sie sind 21 Tage alt. Das sind jetzt noch die Stoppeln. Okay, also ganz normal. Das ist ganz normal. So wäre es jetzt auch in der Freien. Ist auch in der Freien. Okay. Angenommen, ich möchte trotzdem das Bild des glücklichen Hühnchens mit dem Ställchen haben, was rein, rausläuft, etc. pp. Also so die Nummer, ne, so in den Garten reingeht. Die Küken gehen nur anfangs raus, aber nicht lange, weil nämlich wir haben zu viele Greifvögel. Mhm. Und wenn die Greifvögel da sind, dann gehen die nicht mehr raus, dann haben die Angst, dann bleiben die drin. 30.000 Hühner. Damit ist dieser Stall eher klein. In der EU sind 39 Kilo Lebendgewicht pro Quadratmeter erlaubt. Im Endstadium der Mast bleibt dafür jedes Huhn die Fläche von einem kleinen Schulheft. Angenommen, ich würde die Hälfte der Tiere hier rausnehmen. Würde sich für das Tier irgendwas verändern? Nein, nicht viel. Nein, gar nicht eigentlich. Wir haben etwas mehr Platz, ja. Ich brauche weniger Lüftung. Ich müsste dann etwas weniger Luft produzieren. Aber ansonsten muss man sagen, es ist ungefähr das Gleiche. Es wird sich also nicht ändern. Das ist das Einzige, was ist, die Tiere werden teurer. Fakt ist, die Tiere sollen billig sein. Und unter diesem bestehenden Preisdruck glaube ich schon, dass hier nach bestem Gewissen gehandelt wird. Aber richtig wohl ist mir dabei immer noch nicht. Ich frage mich jetzt natürlich, ist das denn jetzt wirklich für die Hühner auch akzeptabel? Wir zeigen die Aufnahmen aus dem Stall Michael Mararens, dem stellvertretenden Leiter des Friedrich-Löffler-Instituts für Tierschutz und Tierhaltung. Ihm fällt auf, dass sich die Hühner wenig bewegen. Ein paar Schritte, dann sitzen die künftigen Brathähnchen wieder. Das könnte einen Grund haben. Also wir untersuchen zurzeit, ob eine Bewegung von Mastgeflügel in späten Mastphasen Schmerzen verursacht. Sie haben erste Versuche gemacht bei uns im Institut, indem wir Schmerzmittel gegeben haben und dann geguckt haben, wie die Tiere sich unter Schmerzmitteln bewegen. Da sind einige Unterschiede tatsächlich auch aufgetaucht, aber die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. Auf dem Institutsgelände läuft gerade ein Versuch, ob Mastgeflügel tatsächlich keinen Freilauf benötigt. Die Erkenntnis der Forscher hier, ob Hühner oder Puten, jedes Tier will ins Freie. Man sieht hier, dass die Tiere sich durchaus nicht nur unter Bäumen aufhalten, sondern auch in der freien Fläche, wo sie eigentlich keine Deckung haben. Aber sie haben natürlich die Gewissheit, sich zurückziehen zu können. Woher wird denn die Erkenntnis gezogen, dass die Tiere einen Auslauf gar nicht nutzen würden, weil sie den gar nicht wollen? Das gibt es nicht. Wenn ein Tier den Stallbereich nicht verlassen kann, ist irgendein Funktionskreis des Verhaltens immer gestört. Auch die Schlachtung der Masthühner ist mehr oder weniger automatisiert. Betäubung durch CO2-Gas, dann wird den schlafenden Hühnern maschinell die Kehle durchgeschnitten. 640.000 Hühner schlachtet Wiesenhof jeden Tag. 1,5 Kilo Fleisch pro Stück, die sich jeder leisten kann. Weil sie produziert werden wie ein Industrieartikel. Tim Melzer zurück im Supermarkt. Wie erkenne ich eigentlich Fleischqualität? Wonach geht der Kunde heutzutage? Mager, hauptsächlich. Mager? Ne? Und immer das Wichtigste ist bei denen immer die Fleischfarbe. Hauptsache schön rot? Selbst der Profi weiß nicht immer, worauf er achten soll. Also hier wäre ich optisch gescheitert. Hier hätte ich, glaube ich, das Billige bevorzugt. Kräftiger in der Farbe und viel blasser. Oder nicht? Rote Farbe. Das verbinden wir meistens mit Frische und Qualität. Aber stimmt das? Tim Melzer sucht Rat beim Max-Rubner-Institut für Verbraucherschutz in Kulmbach. Professor Klaus Tröger beschäftigt sich dort im Auftrag der Bundesregierung mit Fleischqualität. Etwa die Hälfte des Fleisches, das bei uns verkauft wird, stammt aus SB-Theken, verpackt in sogenanntem Schutzgas. Steht auch drauf auf der Verpackung? Drauf, unter Schutzatmosphäre verpackt. Und das ist in der Regel 70% Sauerstoff und 30% CO2. Unter Schutzatmosphäre, ich finde, das klingt für mich jetzt erstmal als Konsument ganz anständig. Da habe ich den Eindruck, das ist alles schön sauber und das Fleisch wird geschützt und deshalb packe ich es ein. Ist das so oder ist es nicht so? Ein sehr starkes Argument für die Industrie ist natürlich, dass die rote Farbe
erhalten bleibt, und zwar relativ lang. Aber schmeckt das Fleisch auch genauso lang, wie es gut aussieht? Unser Expertenteam grillt das Schutzgasfleisch. Und zum Vergleich ein Stück, das an der Luft gelagert war. Beide Stücke werden exakt auf die gleiche Kerntemperatur erhitzt und dann auf ihre Zartheit untersucht. Ergebnis? Das Schutzgasfleisch ist deutlich zäher. Das kann also wirklich ein Indiz dafür sein, wenn das Fleisch zäh ist, weil es in dieser Verpackung drin war. Das hängt damit zusammen. Also nicht nur, weil ich ein schlechter Koch bin, sondern auch, weil es blöd eingepackt ist. Das ist also erwiesen, das wird, je länger das in der Packung liegt, umso zäher wird das Fleisch. Also ist das scheiße. Unser Test zeigt, Schutzgasverpackungen lassen das Fleisch zwar länger frisch aussehen, die Fleischqualität jedoch wird messbar schlechter. In bestimmten Fällen kann Schutzgasfleisch sogar die Gesundheit gefährden, weil es durchgegart wirkt, obwohl es gar nicht durch ist. Das eine ist noch rosé, ist noch medium. Das andere sieht also durchgegart aus, hatte aber exakt die gleiche Temperatur. Das heißt, es kommt bei dieser Schutzatmosphärenverpackung zu einer sogenannten frühzeitigen Bräunung des Fleisches. Das kann natürlich zur Folge haben, dass der Verbraucher der Meinung ist, das Fleisch ist durchgegart im Sinne von pasteurisiert oder die Keime sind sämtlich abgetötet. Was aber dann bei diesen relativ niedrigen Kerntemperaturen nicht unbedingt sein muss. Was insbesondere natürlich bei Hackfleischprodukten ein Problem sein könnte. Die Kunzes in München haben derweil ganz andere Sorgen. Bei jedem Einkauf lauert die Versuchung. Also heute war ich beim Karstadt und bin an einer Wurstabteilung vorbeigegangen. Wenn ich da so den schönen Serrano-Schinken oder das sehe, muss ich zugeben, muss ich schnell vorbeigehen. Immer noch. Seit 10 Tagen leben die Kunzes jetzt schon fleischlos. Heute ist ihr Gemüsehändler endlich aus dem Urlaub zurück. Ciao, Mauricio. Ah, hallo, lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Gut, alles klar? Alles klar. Tutto posto. Si, 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 claro. Bei ihrem Italiener kann Constanze aus dem Vollen schöpfen. Wir dürfen zurzeit kein Fleisch essen. Jetzt müssen wir ganz viel Gemüse, Salat und heute Abend gibt's nämlich eben Tomaten mit Mozzarella. Mit Gemüse bleibst du immer so jung, gell? Mit Gemüse, ja, da bleibt man jung. Der Speiseplan der Kunzes hat sich stark verändert. Wo sonst abends einfach die Wurstplatte auf den Tisch kam, ist jetzt Fantasie gefragt. Natürlich kaufe ich anders ein. Also ich kaufe sehr viel mehr jetzt Käse, Obst, ja auch Gemüse. Also Paprika, Karotten und allerdings auch dann und wann einfach als Luxus dann ein paar Shrimps, weil ich die einfach zu gerne esse. Und auch dann und wann, so habe ich jetzt gesehen, es gibt so kleine Lachsfilet-Häppchen. Also nicht ein ganzes Lachsstück, sondern einfach so kleine Häppchen. Doch, natürlich kaufen wir ganz anders ein. Tim Melzer forscht unterdessen weiter. Wurst. Dafür ist das deutsche Handwerk doch berühmt. Doch kaum ein Metzger macht Schinken und Aufschnitt heute noch selbst. Auch in der Frischetheke wird Ware aus der Fleischfabrik verkauft. Im Selbstbedienungsregal stößt Tim Melzer auf Produkte, die mit traditionellem Fleischerhandwerk nicht viel zu tun haben. Schinken zerlegt, zusammengefügt, gegart und gegrillt. Frage mich natürlich, warum. Aber warum soll ich den Essen kleine Stücke schneiden, dann wieder zusammenschleudern? Dann heißt bei mir Frikadelle, aber nicht mehr Schinken. Laut Herstellerangaben hält bei Klebeschinken und Formfleisch das fleischeigene Eiweiß die Stücke zusammen. Angeblich ganz ohne chemische Zusätze. Seit einiger Zeit macht allerdings ein wahres Wundermittel Schlagzeilen, das selbst rohe Fleischstückchen unsichtbar verkleben soll. Das Enzym Transglutaminase. Tim Melzer will den Fleischkleber testen. Lässt sich damit tatsächlich aus Abschnitten und Resten ein vermeintlich gewachsenes Stück Fleisch herbeitricksen? Dann entsteht hier so eine Art Kleister. Dieser Kleister reicht mir, um praktisch ein Kilogramm Fleischmasse, zerkleinerte Fleischmasse, wieder zusammenzukleben. Und wenn mir das gelingen würde, wäre es sensationell, weil ich habe genau 50% Schabefleisch, nenne ich es mal. Und wenn ich jetzt das nochmal für 30 Euro verkaufen könnte, sensationell. Der Fernsehkoch beim Basteln.
kann er Filetreste, die sonst zu Hackfleisch verarbeitet würden, zu einem Filetstück zusammenkleben? Das ist lustig. Und funktioniert der gleiche Trick womöglich auch mit billigem Schmorfleisch, das beim Kurzbraten normalerweise ungenießbar zäh würde? So. Zum Probieren holt sich Tim Melzer einen Kochkollegen aus seiner Restaurantküche. Haben wir hier zwei verschiedene Fleischprodukte uns gebastelt. Das eine ist jetzt wirklich ein Schmorfleisch. Da wollte ich mal gucken, ob das funktioniert. Klein gewürfelt, zusammengeklebt, ob ich daraus gegebenenfalls sozusagen ein Filet nachmachen könnte. Ich denke nicht. Und das andere hier ist jetzt Rinderfilet. Das, was ich auch im Kleinen schon gemacht habe, aber das habe ich jetzt hier 24 Stunden durchkühlen lassen. Jetzt haben wir jetzt hier wirklich das echte Rinderfilet, das richtig echte Rinderfilet. Das ist natürlich auch Rinderfilet, aber das ist jetzt das zusammengeklebte. Einfach mal anbraten. Du merkst dir, was ist, ne? Das ist jetzt das echte Rinderfilet, das ist das geklebte Rinderfilet, geklebte Schmorstück. Wenn ich jetzt hier stehe und ich müsste es von hier aus beurteilen, könnte ich es nicht mehr, wäre ich raus. So, jetzt haben wir hier die Stunde der Wahrheit. Vier Filets, eins echt, drei geklebt. Aus Fleischstücken, die viel weniger kosten als das wertvollste Stück vom Rind. Komm, Thomas, probier mit. Hammerhart, oder? Im Blindtest wäre ich durchgefallen. Ja. Tim Melzer wollte vor dem Test nicht glauben, dass sich auch aus billigem Schmorfleisch ein überzeugendes Filet kleben lässt. Und jetzt? Wird eng. Ja. Also Schmorfleisch kurz gebraten, das kannst du essen. Hier habe ich Rinderfilet und hier habe ich Schmorfleisch, was ein Viertel bis Drittel des Preises beträgt. Und amateurhaft zusammengeklebt, ohne große Profikenntnisse, ohne ein Interesse dahinter zu haben. Das macht mir Angst. Schneid das hier, schneid dir das Stück ab. Das macht Angst. Das geht so unglaublich einfach, dass mir rein theoretisch wirklich jeder jeden Mist als Leckersteak unterschieben kann. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wer alles mit diesem Kleber arbeitet. Doch unsere Recherchen laufen ins Leere. Niemand in Deutschland gibt zu, mit Transglutaminase zu arbeiten. Klar ist nur, frischem Fleisch darf gesetzlich überhaupt nichts zugesetzt werden. Da wäre der Einsatz von Fleischkleber glatter Betrug. Bei mariniertem Fleisch oder Fertiggerichten ist das weniger eindeutig. Enzyme wie Transglutaminase sind lebensmittelrechtlich sogenannte Hilfsstoffe. Die müssen generell nicht angegeben werden. Im fertigen Produkt ist der Kleber selbst im Labor kaum nachweisbar. Im Zweifel also lieber selber kochen. Bei den Kunzes in München ist Abendessenszeit. Fleischfrei, wie gehabt. Nach 2,5 Wochen hat sich die Familie allmählich an ihr Vegetarierleben gewöhnt. Langsam, finde ich, geht's besser, wobei ich auch sagen würde, ich meine, auch wenn der Tisch jetzt hier relativ opulent gedeckt ist, mir fehlt auch was. Normalerweise hat man eigentlich, gerade in der Kantine auch, zwei Fleischgerichte, ein Fischgericht und ein vegetarisches. Und das fehlt halt jetzt. Also ich überlege mir jeden Tag, also häufiger in der Kantine, was ich denn am ersten Tag essen werde, wenn ich wieder Fleisch essen darf in der Kantine. Ob ich eine Schnitzelsemmel, einen Hotdog oder eine Fleischpflanzersemmel esse. Und das überlege ich mir von Tag zu Tag immer wieder. Und der Tag, an dem ich wieder Fleisch essen kann, kommt näher und wird sehr erwartet. Das, was also für uns diese Woche das ultimative Erlebnis gewesen ist, dass wir versuchsweise eine vegetarische Wienerwürstchen gekauft haben. Peter hat es im Dijon-Senf ertränkt und konnte es irgendwie essen. Thalisa hat, nachdem ich schon anfing, die Augen sehr zu rollen, es nicht mehr probiert. Alexandra hat es noch. Schmeckte wie sehr geschmeckt. Genau, und sie wollte es dem Hund geben, was ich dann doch abgelehnt habe irgendwo. Und letztendlich, obwohl das sicherlich sehr dekadent klingt, aber wir haben die Würstchen ungegessen entsorgt. Tim Melzer versteht die Sehnsucht nach Fleischersatz. Also ein Grillabend und dann nur Gemüse zu essen, das wird mich langweilen, da will ich eine Wurst haben. Lässt sich Fleisch überzeugend imitieren? In Holland besucht Tim Melzer eine Fabrik. Dort wird aus Milch und Pflanzenfasern eine Art Geflügelfleischersatz hergestellt. Das Schwierigste bei fleischlosen Fleischprodukten ist die Konsistenz.
Der Fernsehkoch probiert das Ausgangsmaterial. Das Spannende für Vegetarier ist eben hier, die Produkte sehen ja schon ein bisschen aus wie Fleisch. Also so, es ist eine Faserung. Ist ja, die Konsistenz ist super. Also Geschmack finde ich jetzt noch nicht so fleischig. Bisschen Gewürze kann man schon noch gebrauchen. Aber naja, klar, das ist aber auch der Anfang des Prozesses. Wie ist denn der Nährwert von dem Zeug? Vergleichbar einem Geflügel, also fettarm, kalorienarm, aber trotzdem eben dadurch, dass der Grundrohstoff eben Milch ist, hat eben sehr viel Kalzium, enthält eben auch Eisen und sehr viel Vitamin B6, B12. Gelungener Biss, ganz ohne echtes Fleisch. Für den Geschmack muss man allerdings in die Trickkiste greifen. Arbeiten Sie mit Geschmacksverstärkern, Glutamat, ist da drin oder nicht? Also es ist natürlich im Produktionsprozess ist natürlich auch ein Hefeextrakt mit drin. Ne? Aber und das kommt jetzt in dieser Phase des Produktionsprozesses dazu. Wenn Milch nach Fleisch schmecken soll, geht das eben nur mit Geschmacksverstärkern. Und mit der richtigen Verpackung. Der gepresste Fleischersatz wird paniert und frittiert. Darf ich? Ja. Hau ihn aus, wie Chicken McNuggets. Ist da Fleischaroma drin? Kein Fleischaroma. Es ist natürlich ein bisschen ein Hausfrauentrick. Nämlich alles, was paniert ist, alles, was in heißem Öl gebraten wird, schmeckt natürlich ein bisschen, wie man erwartet, dass ein paniertes Schnitzel schmecken soll. Ja. Aber wie schmeckt das Milchschnitzel, wenn man die Panade weglässt? Tim Melzer will das probieren. Zusammen mit weiteren Fleischersatzprodukten. Zur Unterstützung hat er sich den Food-Journalisten Bert Gammerschlag eingeladen. Ich würde mal einfach ein bisschen was zubereiten für uns zwei Süßen. Ja. Gyros aus Lupinen. Würste aus Soja. Alles rein vegetarisch. Das sieht lecker, lecker, lecker aus. Gott, da muss man echt Überzeugungstäter sein. Aber wir wollen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Dann probieren wir mal hier unser Lupinen-Gyros. Erstmal schmeckt es nicht gut, das muss man sagen. Das sieht man auch deinem Gesicht an. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen angewidert. Ja, aber schmeckt scheiße. Ja, ja, so kann man es auch sagen. Ja. Ich will jetzt auch mal diese seltsame Wollwurst probieren. Ich glaube, hier könnte ich was draus machen. Hier könnte ich ein schönes Wurstgulasch draus machen, ein bisschen kleiner schneiden, schärfer anbraten, vielleicht leicht panieren und so, also, oder ein bisschen mit Polenta, dass da ein bisschen Knusprigkeit reinkommt. Was hier fehlt, ist der Anfangsbiss. Das ist schlechtes vegetarisches Essen. Hier haben wir den lecker Kassler, der ein bisschen aussieht wie Leberkäse, finde ich. Ja. Und nicht wie Kassler. Das schmeckt auch wie Leberkäse. Also, in die Richtung. Mehr als eine Kasse. Das Mundgefühl ist auch das von Leberkäse. Mhm. Wo waren die Packungen da? Das hat was Wurstiges. Mhm. Das finde ich jetzt von der Konsistenz im Mund bislang das Angenehmste. Dann ist das unpanierte Milchhuhn dran. Da habe ich eine feine Raffinesse mitgebracht. Also rein optisch. Wie sieht es aus? Es sieht aus wie Putenbrustfilet, dünn geschnitten und dann schwach gebraten. Mhm. Aber auch hier, Kollege, das sieht wirklich aus wie? Das sieht aus wie prozessiertes Geflügelfleisch. Es ist ein bisschen griesig-mehlig. Es schmeckt nicht gut. Es hat ein bisschen Ei, also was Ei-Aroma. Jetzt musst du es schlucken. Du musst jetzt schlucken. Du kannst nicht gucken. Oh, Alter. Einmal lecker, einmal okay, zwei Ausfälle. Aber ist Fleischersatz überhaupt die richtige Alternative? Ich persönlich halte nichts vom Verzicht auf Fleisch, aber dieses Massenhafte, das ist es doch. Es ist das massenhafte Fleisch. Jeden Tag Huhn, jeden Tag Schwein, jeden Tag Kalb. Die massenhafte Produktion des Fleisches führt dazu, dass die Tiere in unwürdigen Umständen gehalten werden. Und es führt dazu, dass unglaubliche Mengen an Gülle, an Rülpsgasen, an Furzgasen, an all diesen Methanen entstehen, die für die Atmosphäre so schlecht sind. Wenn wir uns also des massenhaften Fleisches enthielten, einmal in der Woche Fleisch essen, würde die ganze Menge des produzierten Fleisches drastisch runtergehen. Das reicht ja schon. Immerhin 20% der weltweiten Treibhausgase gehen auf die Viehzucht zurück. Würden wir ausschließlich Getreide oder Gemüse essen,
wäre die weltweit erzeugte Menge ausreichend, um die gesamte Menschheit problemlos zu ernähren. Verfüttern wir diese Pflanzen stattdessen an Mastvieh, werden von dem so produzierten Fleisch 5-mal weniger Menschen satt. Vielleicht ist ja einfach die Menge das Problem. Das nehme ich mit. Was kostet das nochmal? 10,99 Kilo. Also lieber weniger Fleisch und dafür hochwertigeres? Bei Fleisch ist der Preisunterschied zwischen Bio und konventionell besonders groß. Tim Melzer möchte herausfinden, ob man das schmecken kann. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Biofleisch, konventionelles Fleisch aus dem Supermarkt und Billigfleisch vom Discounter von Rind, Huhn und Schwein. Gemeinsam mit seiner Restaurant-Crew macht Tim Melzer einen Blindtest. Erkennen die vier Küchenprofis, was sie da essen? Biofleisch ist meist doppelt so teuer. Aber schmeckt es auch doppelt so gut? Tim Melzer beginnt mit Rumpsteak vom Rind. Meine Nummer 1, 2, gar nicht. Ist nicht meine 3. Gar nicht, das war das Discounter-Rind. Und was ist die Nummer 1? Bio. Gut. 1, 2, 3. Hier, oh, den Discounter. Das schmeckt am besten. Ich würde von der Konsistenz sagen, das, feiner Geschmack, Supermarkt. Eine Nuance besser würde mir das hier schmecken, das ganz links. Das läuft hervorragend. Oh, das ist Bio. Bio. Supermarkt. Unter den Testessern ist auch Tims Biometzger. Ja, ich würde schon eher sagen, also das erste hier. Supermarkt. 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 Am Ende hat 7-mal das Supermarktfleisch gewonnen, 3-mal Bio und 2-mal gar das Billigfleisch. Nicht einfach. Geschmack scheint also nicht das entscheidende Kriterium für Bio zu sein. Trotzdem frage ich mich, ob ich wirklich etwas essen möchte, was so gelebt hat wie die Hühner aus Massentierhaltung. Bei Huhn und Schwein ist der Preisunterschied zwischen Bio und konventionell am größten. Tim Melzer will herausfinden, woran das liegt. Früher waren alle Tiere Bio. Fleisch war immer teuer, vor allem aber knapp. Tim Melzer besucht Nils Schilling. Der Mester produziert im Jahr knapp 2000 Schweine für Edeka. 1950 wurden in Deutschland etwa 4 Millionen Schweine geschlachtet. Heute sind es mehr als 13 Mal so viele. Der Preisdruck ist groß. Da kommt es auf maximale Effizienz an. Warum sind die in so einem Gestell drin? Das ist insofern ganz wichtig, weil sie sonst die Ferkel erdrücken. Wir haben also das ist die Schwierigkeit, wenn die Sau sich hinlegt, ja. Die lässt sich fallen. Und die Ferkel sind, wie man hier auch sehen kann, oft ständig an der Sau, weil sie natürlich was saugen wollen, weil sie Hunger haben. Ja. Und die lässt sich sonst so plumpsen. Und dann werden ganz viele Ferkel erdrückt. Das heißt aber, die ist jetzt wie oft in diesem Gehege drin da? Praktisch zweimal im Jahr und dann eben halt 4 Wochen und danach kommt sie dann. 4 Wochen am Stück? Ja, 4 Wochen am Stück, ja. Okay. Ja. Und das muss so sein oder ginge das ein bisschen anders? Also das ist schwierig. Also es geht sicherlich anders. Aber von dem Haltungserfolg ist das also ist der höchste Erfolg dabei, dass das so funktioniert. Was den Komfort der Tiere erhöht, macht mehr Arbeit. Und die kostet Geld. Gleich am 4. Tag werden den Ferkeln in Deutschland routinemäßig die Schwänze kopiert. Es ist in der EU so eigentlich nicht erlaubt. Doch in den engen Ställen würden die Schweine sich sonst aus Langeweile die Ringelschwänze abknabbern. Es ist ja nun so, dass sie hier alle in einem Stall sind, auf Plastikrosten. Ja. Wäre natürlich schöner, wenn sie alle im Stroh liegen würden. Ja. Finde ich auch besser. Aber auch Stroh im Stall macht Arbeit. Durch den sogenannten Spaltenboden treten die Tiere ihre Exkremente nach unten. Das spart das Ausmisten. Wir bräuchten sicherlich auch mehr Platz für die einzelnen Schweine. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir auch ein bisschen mehr Arbeitszeit dafür einplanen müssen.
Hätte was zur Folge? Dass wir natürlich den Schwein für solche Kosten gar nicht erzeugen können. Also Kosten? Ja, zum Großteil, natürlich Kosten zum Großteil. Und dann würde das Kotelett oder, sag mal so, der Schnitzel sicherlich auch mehr kosten müssen. Wie viel mehr? Das ist schwierig, also bestimmt das Doppelte. Also ich würde sagen, bestimmt das Doppelte. Habt ihr eure eigenen Schweine im Dings oder geht ihr in den Supermarkt? Also wir haben das jahrelang gemacht. Und das nachher einfach aufgegeben, wo wir gesagt haben, Mensch, erstmal lohnt sich das nicht mehr. Und dann die Arbeit dazu, es ist so, es wird selten nochmal gemacht, also wirklich selten. Weil das einfacher ist zu sagen, so, wir holen uns jetzt, naja, beim Supermarkt um die Ecke unser Schnitzel. Und nach 3 Monaten wiegen die Tiere um die 90 Kilo. Der Koben ist eng, 0,6 Quadratmeter pro Schwein. Durch die Enge geht die Mast schneller. Die Futterenergie geht fast komplett ins Fleisch, weil die Tiere sich gar nicht viel bewegen können. Nur einmal in ihrem kurzen Leben kommen die Schweine ins Freie. Auf dem Weg zum Schlachthof. Wie alt sind die jetzt hier? Die sind, also in der Mast sind sie jetzt knapp 115 Tage. 115 Tage sind knapp 4 Monate. Ja. Wären Schweine in freier Natur jetzt auch schon so groß? Nein. Sondern ungefähr? Die haben jetzt hier noch wie viele Tage, bis sie geschlachtet werden? Die Blauen kommen am Wochenende raus. Die Blauen? Die Blauen. Die Roten eine Woche später. Also die kommen ungefähr eine Woche, ja. Die noch nicht gekennzeichnet und die haben noch ein bisschen, oder was? Die haben noch ein bisschen länger, genau. Wahnsinn. Schwierige Frage, ob ich jetzt so ein Schwein unbedingt noch mal essen möchte. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass Schnitzel und Kotlets auf diese Art und Weise hergestellt werden sollten. Ich glaube, das ist eher so ein Kreislauf, den wir selber befeuern. Das heißt, wer sagt denn, dass wir jeden Tag wirklich Fleisch essen müssen oder dass wir jeden Fleisch essen wollen? Früher war es bei uns am Sonntag oder vielleicht am Samstag feiertags und dann zwischendurch auch mal ein Happen. Und ich will jetzt nicht aufrufen, dass die Leute alle kein Fleisch mehr essen sollen, aber zumindest sich dessen bewusst sein. Ein Bewusstsein wieder dafür schaffen, dass es wirklich was Besonderes ist und dass es nicht einfach nur eine Pflanze ist, die man pflücken muss, sondern dass ein Tier dahinter steht und dass zu den Bedingungen, zu denen wir das haben wollen, eigentlich das Tier gequält wird. Zurück bei den Kunzes in München. Hinter der Familie liegt ein ganzer Monat ohne Fleisch. Noch einmal werden die Eltern ärztlich durchgecheckt. Beide wiegen etwa so viel wie vor dem Test. Aber Peters Blutwerte sind deutlich besser geworden. Sein Harnsäurewert, der Risikofaktor für Gicht, ist viel niedriger. Allerdings zeigt sich bei der Untersuchung auch, dass für eine ausgewogene Ernährung Fleisch nicht so ohne weiteres zu ersetzen ist. Die Kunzes haben Mangelerscheinungen entwickelt. Was interessant ist, ist, dass die Laborwerte und der Urinbefund jetzt eher darauf hindeuten, dass sie einen katabolen Stoffwechsel haben. Sprich, dass der Körper jetzt anfängt, an die Reserven zu gehen, an die eigenen Reserven, weil das, was ihm zugeführt, nicht ausreicht. Möglicherweise zu wenig Eiweiß. Dadurch fängt der Körper an die eigenen Reserven zu gehen und kriegt so einen katabolen Stoffwechsel. Das heißt, er baut die eigenen Substanzen langsam ab. Wenn ich denen was mit an die Hand geben dürfte, dann den Fleischkonsum zu reduzieren und ein-, zweimal die Woche ein vernünftiges Stückchen Fleisch zu essen, aber nicht jeden Tag große Mengen von Fleisch zu sich zu führen. Das würde beiden langfristig sicherlich gut tun. Für Constanze war schon das Einkaufen heute ein Fest. Endlich wieder Schinken. Ich freue mich riesig drauf. Die 4 Kunzes sind erleichtert, dass ihr vegetarisches Experiment vorbei ist. Aber sie sehen einige positive Effekte. Man hat ein paar Ideen gekriegt, dass man auch wirklich was anderes noch macht. Und die Ideenvielfalt ist größer geworden, finde ich. Ja, das habe ich durchaus auch festgestellt, dass also auch im Angebot mittags in der Kantine ich Dinge gegessen habe, dadurch, dass andere nicht zur Verfügung standen, die ich wahrscheinlich sonst nicht probiert hätte. Und die dann doch erstaunlich lecker waren. Ich glaube, wir werden auch vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen, weil man schon auch durch das Experiment gesehen hat, dass man auch schon auch ohne Fleisch auskommt. Also es ist zwar schwieriger, aber man kommt auch schon ohne aus. Aber nicht an diesem Abend. Zur Feier des überstandenen Experiments haben sich Thalisa und Alexandra etwas richtig Bayerisches gewünscht. Leberkäse, frisch gebacken aus dem Ofen.
Schaffner ja, ein. Genau. So, jetzt. So gut hat es den Kunzes lange nicht geschmeckt. Nein, es ist guten Appetit. Guten Appetit, lasst es euch schmecken. Mm. Ich frage mich immer noch, ob man Fleisch nicht auch anders produzieren kann, sodass die Tiere vor der Schlachtung zumindest ein gutes Leben hatten. Auch wenn Biofleisch nicht unbedingt besser schmeckt, ist es vielleicht einfach besser für unser Gewissen? In Hermannsdorf bei München gibt es einen Betrieb, der versucht, Fleisch tiergerecht zu erzeugen. Der Gründer der Hermannsdorfer Landwerkstätten war einst Besitzer von Herthawurst und hatte irgendwann keine Lust mehr auf immer billigere Massenproduktion. Die Schweine hier sind fast immer draußen. Bis zur Schlachtreife brauchen sie dreimal so lange wie konventionelles Mastvieh. Tim Melzer wundert sich über die Ferkelhaltung. Hier laufen die Muttersauen frei herum. Wie viel Verlust haben Sie? Also durch erdrückte Ferkel haben wir vielleicht 4-5% Verluste. 4-5%? Das wird schon so sein. Das ist nicht ganz zu vermeiden. Wie es im Konventionellen ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da ist es auf null inzwischen runtergedrückt. Weil selbst wenn die Sau sich hinlegt, wird es mal ein erdrücktes Ferkel geben. Das glaube ich schon. Ja. So eine Muttersau liegt im Schnitt wie viel? Ah ja, wollte ich gerade sagen. Ferkel, wie viele Ferkel? Ja, die haben im Durchschnitt 10-12 Ferkel. Wir haben eben, das ist ja die Zahl, die dann immer verglichen wird, etwa 18 bis 19 aufgezogene Ferkel pro Jahr und Sau. Hm. Bei knapp 2 Würfen. Das ist sicherlich mindestens ein Drittel weniger als beim konventionellen. Diese Haltung hat ihren Preis. Das Fleisch ist etwa doppelt so teuer wie die Koteletts von Bauer Schilling. Die Hermannsdorfer Landwerkstätten arbeiten trotz der hohen Kosten mit Gewinn. Obwohl sie die Biofleischrichtlinien in Sachen Platz und Auslauf sogar noch übertreffen. Biolandwirt Schweißfurt ist überzeugt, dass auch konventionelle Schweinezüchter ihre Schweine anders halten könnten. Wenn da nicht der Preisdruck wäre. Sobald ich auch nur 5 Cent mehr verlange als mein Konkurrent, brauche ich einen eigenen Vermarktungsweg. Ich muss neu, über den normalen Vermarktungsweg geht das nicht mehr, weil der sagt, ich kaufe das Billige. Der einzelne Bauer, wenn der umstellt, der hat wenig Chancen. Weil der muss natürlich sich eine ganz eigene Vermarktung aufbauen. Aber die großen Handelsketten oder der Gesetzgeber, die haben das natürlich. Doch zuallererst können wir Kunden etwas tun. Genau hinschauen, was da eigentlich auf unserem Teller landet. Ich muss sagen, dass ich jetzt versuche, komplett umzudenken, weil ich einfach Dinge gesehen habe, die ich nicht wieder sehen möchte oder wo ich zumindest kein Teil der Kette sein möchte. Für Tim Melzer ist die Konsequenz klar.